Puh. Also jetzt wundert mich gar nicht. Das muss man eigentlich, wenn wir jetzt schon so weit sind, eigentlich alles ausprobieren, was zum Ausprobieren geht, um irgendwie weiterzukommen. Also irgendwas, wo du sagst, das klingt irgendwie unlogisch, kann das sehr logisch sein. In dem Spiel ist das so. Okay, was haben wir hier? Kraftwerk. So, gehen wir Die mal einfach. Generatoren müssen täglich überprüft werden. So, dann gehen wir rein. Überprüfen wir mal die Generatoren von der Insel. Kraft mir vergebenen Amtes. Ach, Gasball. Was hat er da denn? Ein? Was? Irgendwas mit Gewinde oder so. Hey, 1229! Der Generator macht schon wieder Ärger. Jo. Wenn du was Besseres machen willst als Zellenwände anstarren, dann beweg deinen Arsch und krieg das Ding hier wieder zum Laufen. Halt mal den Ball flach, Mensch. Bin gerade erst angekommen, du Stricher. Glühbirne. Das ist eine Projektorbirne. Projektorbirne? Guter Fund. Na gut. Was haben wir hier? Ersatzteile. Metallic-Lack. Die meisten Dosen sind ausgetrocknet. Nichts, was ich brauchen könnte. Okay. Da ist auch noch was. Der Werkzeugkasten. Könnte nützlich werden. Genau, was ich brauche. Okay. Da kamen ein paar Sachen zusammen. Nicht schlecht. Versteckter Knastwein. Riecht wie Knastwein. Yep. Rockjuice. Rosinen und Feigen, ein Becher Hefe und etwas Zucker. Er gärt hier schon seit ein paar Wochen. Okay. Nein, ich muss fit bleiben. Aber die anderen wollen bestimmt einen Schluck. Okay, er ist also noch sauer. Ich bin noch nicht bereit, gegen ihn zu kämpfen. Okay. Ohne Schutz habe ich keine Chance gegen Gaspipe. Der wird mich ausnehmen wie einen Fisch. Na, da bin ich aber mal gespannt. Was haben wir da? Gleichstromgenerator, Kontrolltafel. Gucken wir mal. Eines der Verbindungskabel muss ersetzt werden. Verbindungskabel. Der Generator macht's nicht mehr. Ich wette, das Problem liegt irgendwo bei der Schalttafel. Okay, warte mal, das Kontrolltafel. Okay, warte mal. Kabel, Ka Stromkabel. Ungefähr 10 Fuß Elektrokabel. Hölzerner Pinsel. Ein weiterer verrotteter Keilriemen. Hier fällt bald alles auseinander. Da fehlt der Felgenrand. Okay. Kabel könnten wir, warte mal, ne? Oh, doch funktioniert, schön. So, die Schalltafel sollte wieder okay sein. Der Passiert nichts. Generator startet immer noch nicht. Das alte Mädchen schaue ich mir mal besser genauer an. Okay, dann machen wir das mal. Gleichstromgenerator. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh ja, oh ja. Da gibst du das. Hey, was machen denn diese zwei losen Zahnräder da drin? Jemand hat das Riemenrad rausgerissen. Ohne Keilriemen kann ich das nicht mit dem Generator verbinden. Ich brauche außerdem ein Zahnrad, um die Bewegung zu übertragen. Sieht nach Gaspipes Handschrift aus. Der weiß einfach nicht, wie man eine Lady behandelt. Oder er hat es gemacht, damit wir hier reinkommen und damit er uns verprügeln kann. Dann, ey, das gibt einen Sinn, oder? Können wir hier irgendwas. Dieses Zahnrad ist zu groß. Kein Wunder, dass der Generator nicht läuft. Dieses Zahnrad ist zu klein. Das passt nicht für den Generator. Da fehlt der Felgenrand. Kann ich die zusammensetzen? Das passt nicht zusammen. Okay. Das kriege ich nicht zusammen. Das bildet kein gutes Paar.
Okay, dann bin ich jetzt, kann ich, warte, ja gut, Keilriemen, die wahrscheinlich auch nicht jetzt. Der Keilriemen kommt erst dran, wenn ich das Rad eingebaut habe. Okay, da kann ich also nichts machen jetzt. Gehen wir mal zurück. Sonst war hier nichts, ne? Ne, wir haben eigentlich alle Infos durch. Ausgang. Müssen wir nochmal in eine Werkstatt? Sollst du nicht den Generator reparieren? Mir fehlen die Teile. Warte, von der Werkstatt kommen wir doch. Dann sollten wir vielleicht mal die Kirche besuchen, die Kapelle. Da sind wir noch nicht gewesen. Vielleicht kriegen wir da noch irgendwie was zusammen. Bin ich mal gespannt. So, da haben wir. Okay, was? Nehmen wir uns das erstes vor. Fangen wir mit Nest. Eine Möwe hat ihr Nest aufgegeben. Und ein Ei. Komm mit, Kleine. Du bist noch zu jung für eine Überdosis Religion. Okay. Tisch, was haben wir hier? Tisch. Ein improvisierter Altar. Da ist nichts, was sich lohnt. Okay. Schublade. Da bewahrt der Pfarrer den Kram auf, den er in der Messe einkassiert. Frag mich, was da drin ist. Nein, der Pfarrer würde mich sehen. Ach so, okay. Rechtsklick, links, funktioniert nicht. Dann haben wir hier oben Zeug auf dem Schreibtisch. Kirchenlieder. Für Spießer. Aber trotzdem was. Nichts Wichtiges. Okay. Ja, komm, dann sprechen wir mit ihm an. Es ist dieser Sündenjäger aus North Beach. Sündenjäger? Er scheint sich auf die Messe vorzubereiten. Vater. Lass dich nicht davon stören, dass deine Holde andere Männer trifft. Ich wollte eigentlich über etwas anderes sprechen. Nutze die Zeit hier, um deine Seele zu reinigen. Woran arbeiten Sie gerade? Wir haben in der Wäscherei über Sie geredet. Ich muss... Wir haben in der Wäscherei über Sie geredet. Was ist denn da unten los? Was meinen Sie? Irgendjemand zerschneidet dort regelmäßig meine Hemden. Ziemlich uncool. Ach, naja, Sie kürzen unsere Post. Wird mich an Ihrer Stelle nicht wundern, wenn der Gefallen zurückkommt. Woran arbeiten Sie gerade? Ein Programm für frisch Entlassene. Du weißt ja, wie schwer man da draußen Arbeit findet. Sie vermitteln ihnen ehrliche Arbeit? Machen sie zu Spießern? Das ist zwar scheiß langweilig, aber man lebt so länger. Alles, was wir brauchen, ist ein großzügiger Spender für eine stillgelegte Lagerhalle. Vater, ich verdiene 3 Cent die Stunde. Joe, wir beide wissen, dass sie da draußen ein Vermögen versteckt haben, hm? Priester sollten nicht an solche Märchen glauben. Okay, ich muss weiterarbeiten. Ich muss weiterarbeiten. Warte, er guckt jetzt in die andere Richtung. Jetzt könnten wir noch mal... Der Pfarrer guckt gerade nicht rüber. Mal sehen, was er da hat. Pornos und ein versauter Comic. Okay. Oh, wir haben aber ziemlich Untergrund-Porno-Comic. Ein pornografischer Popeye-Comic mit dem Titel Da bläst sie. Wow, yeah, das ist Olive Oil. Und sie gibt Wimpy schon auf Seite 3 einen Blowjob. Hey, ist das Hanks Unterschrift auf der Rückseite? Das ist sein Buch? Okay. Was hat man denn noch hier? Ach so, alter Projektor, den können wir doch mal überprüfen, oder? Niemand kümmert sich um den Projektor. Die Glühlampe ist durchgebrannt. Warte mal, wir haben doch vorhin eine Glühlampe gekriegt. Moment schon mal. Projektorbirne, genau, hier. Versuch das einmal. Ich wette, jemand hat den Lautsprecher auch gekillt.
Billiger Lautsprecher. Da haben wir Lautsprecher. Rechtsklick. Der Lautsprecher für den Projektor. Genau. Der billigste, den Sie finden konnten. Und jetzt Linksklick. Kein Wunder, dass der Lautsprecher nicht läuft. Jemand wollte das Ding reparieren und hat einfach irgendwelche Teile reingestopft. Ich hab's gesehen, links. Jetzt sollte es wieder gehen. Darf ich mal gucken? Felge. Runder Metallkranz. Was war das hier? Da fehlt der Felgenrand. Yeah. Crassus Maximus. Kann ich da eventuell das jetzt noch dazu hinzufügen? Das wird nicht klappen. Okay. Das bildet kein gutes Paar. Okay, dann lassen wir das mal. Dann reden wir jetzt mal mit Henk. Henkus Sukowski. Er ist zu alt zum Arbeiten. Aber alles ist besser als den ganzen Tag in der Zelle schmoren. Das stimmt allerdings. Henk. Ein Seil brauche ich also auch noch. Was erzählt man sich denn so? Hast noch Zeit für einen letzten Versuch? Pass auf dich auf, Alter. Was erzählt man sich denn so? Gaspipe will dich aufschlitzen. Bist du vorbereitet? Ich arbeite dran. Ja, wahrscheinlich von der Geschichte hätten wir wahrscheinlich auf der Insel erst hier in der Kapelle anfangen müssen. Aber wir haben andersrum angefangen. In der Wäscherei und sind dann so rumgegangen, okay. Ein Seil brauche ich also auch noch. Ich bin so müde. Also brauchst du eine kleine Aufmunterung. Und dann beschaffst du mir ein Seil. Weiß nicht. Ich finde schon was, um dir den Tag zu verschönern. Moment, wir haben... Ja, da kriegst du gleich was. Du hast noch Zeit für einen letzten Versuch. Was wollen sie schon mit dir machen? Dir nochmal lebenslänglich geben? Junge, ich habe lebenslänglich bereits im Abo bekommen. Ich kann nicht mehr. Ausbrechen. Das ist ein Spiel für junge Leute. Du hast eine schöne Frau. Sie braucht dich. Ich bin zu alt, um neu anzufangen. Pass auf dich auf, alter Mann. Moment, wir haben doch hier... Jetzt eine Handschrift auf das... Guck ist dir das alle. Dein Porno-Comic? Ja, geht krass. Um Wimpy. Der Popeyes Lady zeigt, wo er noch so Appetit drauf hat. So ein Porzellanpüppchen knirscht doch schon beim kleinsten Druck. Joe, wir haben schon über mein Projekt gesprochen. Richtig? Haben wir. Es beginnt auf der Krankenstation. An einem ungesicherten Fenster. Du wirst eine Menge Seil brauchen. Schnapp dir einfach alles, was du kriegen kannst. Okay. Was hat er uns gerade gegeben? 2,5 Meter Seil. Was haben wir hier? 2,5 Meter Seil. Wir brauchen ein langes Seil. Ich habe ein paar Laken aus der Wäscherei zusammengeknotet. Okay, warte mal. Halt, ich bin noch nicht fertig. Was ist das? Das Seil, das ich von Henk habe. Ah, okay. Kann ich die zusammenbinden vielleicht? Dann habe ich doch ein langes Seil, oder? Ich binde die hier zusammen. Wow. Cool. Das ist 5 Meter. Das wird ja immer besser, ey. Ja, sind wir jetzt hier drinnen fertig, oder was? Beeilung! Gut. Sind wir fertig. Ich sag einfach mal, wir sind fertig, oder? Scheint wohl so. Heieieiei. Heiligs Blechle. So, was ist jetzt, wo sind wir jetzt? Genau, hier wegen dem Generator. Oder? Ja, genau, wegen dem Zahnrad oder sowas. Wir haben so... Wir haben doch da jetzt irgendwas da... Genau, für den Keilriemen etc. Warte mal, so, da hinten, Gleichstromgenerator. Warte mal, wir haben das hier, glaube ich, ne? Nee, da fehlt ein Zahnrad. Muss erst ein neues her. Ach ne, die hat... Ne, die passt nicht. Zu groß und zu klein. Scheiße. Gehen wir in der Werkstatt. Mit der Werkstatt könnten wir doch eventuell was umbauen, oder? Also Werkbank oder sowas. Der Generator klingt immer noch komisch. Ja, der klingt nicht komisch, der läuft gar nicht. Klingt komisch. Alles klar. Ja, jetzt heißt es, der Generator, der funktioniert immer noch nicht.
Warum behebst du den Fehler nicht? Nein, er hört sich komisch an. Okay. Das sind die lustig, ey. So, Bumpys Maschine. Die anderen funktionieren und die sollte ja nach einer halben Stunde wieder kaputt gehen, wenn nach Betriebnahme. Fertig. Vielleicht können wir da irgendwas mit machen. Fragezeichen. Gute Idee. Ich könnte ein passendes Zahnrad für den Generator schleifen. Das eine Rad war zu klein, das andere zu groß. Bin schon ein helles Köpfchen. Hölzernes Zahnrad. Irgendwie bin ich stolz drauf. Und ich habe mal wieder was Eigenes gemacht. Hölzernes Zahnrad. Irgendwie bin ich stolz drauf. Und ich habe mal wieder was Eigenes gemacht. Achso, der hat das kleine, das große Zahnrad jetzt genommen und hat daraus ein Holzzahnrad gemacht. Okay. Ich wusste gar nicht, dass man Metall aus Holz macht. Also, okay, interessant. Das heißt, mit dem Zahnrad könnten wir doch jetzt wieder zurück zum Generator. Oh Mann. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Dieses Hin und Her. Tja, absolut mega. So, dann da Kraftwerk. Dürfte jetzt eigentlich das zusammen machen. Wir haben den Keilriemen, wir haben Zahnrad und ja, die das mit der Felge irgendwas, was das was war. So, dann würde ich sagen, dürfte das eigentlich alles zusammen haben und funktionieren. So, das Zahnrad als erstes. Check. Hat sich auf die Holz angehört. Hoffen wir mal, dass das alte Mädchen nicht zu viel Dampf für das hölzerne Zahnrad hat. Ja. Dann glaube ich den hier. Schön. Als nächstes brauche ich einen Keilriemen. Wo haben wir denn? Da. Bitteschön. Alles klar. Dann hoffen wir mal, dass sie wieder läuft. Läuft einfach nicht. Ach so, warte. Ich muss die Schalttafel benutzen, um sie zu starten. Das haben wir ja vorhin mit Kabel angeschlossen, genau. Dann mach mal, Joe. Yeah, cool. Schnurrt wie ein Kätzchen. Ah. Gute Arbeit. 1229, komm her. Okay, was will er jetzt von uns? Du kannst gut Sachen reparieren. Ja. Es gibt Arbeit für dich, überall auf der Insel. Okay, wo geht's denn jetzt hin? Oh, was ein Ausblick. Er raucht sich erstmal einer da. Toll. Brauchen wir nicht, Joe? Okay, hör zu. In meiner Wohnung sind ein paar Sachen kaputt. Ah.